Wunderschön, nicht wahr? Was? Der Sonnenaufgang. Fantastisch. Für Ryan Stone ist das die erste Shuttle-Mission, für Matt Kowalski die letzte. Sandra Bullock und George Clooney verlieren sich in dem packenden Thriller Gravity in der Unendlichkeit des Alls. Wir wollten einen Film im Weltraum machen, der zeigt, inwiefern Trümmer im All als Metapher für all die Verletzungen betrachtet werden können, die wir uns in unserem täglichen Leben zuziehen. Wir müssen weg hier, wir müssen weg. Keine ausreichenden Wetterbedingungen für fortschrittigen Wiedereintritt. Houston, hier ist Explorer, kommen. Explorer, Dr. Stone erbittet beschleunigten Transfer zum Frachtraum. Bestätigen Sie, Explorer. Explorer, bitte um Erlaubnis, Dr. Stone reinzuholen. Alles fängt vor. Es ist sehr wichtig klarzustellen, dass es sich hier um einen anspruchsvollen Film für Erwachsene handelt. Ein Film mit vielen Themen, von einem exquisiten Filmemacher und mit einer wundervollen Hauptdarstellerin. Los, wir müssen warten, dass wir hier wegkommen. Brauchst du Hilfe mit? Nein, warte nicht auf uns. Geklemmt! Mayday! Mayday! Dr. Ryan Stone ist eine brillante Wissenschaftlerin, die allerdings keine Weltraumerfahrung hat und auf eine Katastrophe wie diese überhaupt nicht vorbereitet ist. Mehrere Einschläge in Explorer. Explorer, hören Sie mich. Explorer, kommen! Explorer! Bei ihr ist alles bis ins Detail geplant. Das heißt, die Mission im All erfolgreich beenden und dann wieder auf die Erde zurückkehren in ihr roboterhaftes Leben. Es ist ein Film, der sich mit dem Tod auseinandersetzt und mit dem Leben. Du musst dich konzentrieren. Ich verliere gleich Sichtkontakt. Kann ich dich nicht mehr aufnehmen? Du musst dich ausklinken. Hey, bring dich aus. Versuch's ja. Wer sich den Film anschaut, dem wird klar sein, dass die Technik und die Art, wie er gemacht wurde, alles verändern wird. Hör auf meine Stimme, du musst dich konzentrieren. Ich hab keine Kontrolle, kann ich atmen. Wir haben sehr lange Einstellungen gedreht, fast ausschließlich mit Weitwinkelobjektiven. Das macht den Trip der beiden noch viel effektgeladener. Diese langen und weiten Einstellungen verstärken die Angst und das klaustrophobische Gefühl der Isolation. Und sie intensivieren die Vorstellung von den enormen Ausmaßen des Weltraums. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Man soll als Zuschauer keine Zeit haben, seine Gefühle zu sortieren. Die Filmemacher wollen, dass man sich unwohl fühlt, mitfiebert, Angst hat, traurig ist. Die Leine ist gerissen, wir sind getrennt! Wir sind getrennt! Halt dich fest! Halt dich irgendwo fest! Ich hoffe, dass die Zuschauer tief bewegt sind. Gravity ist nicht nur ein Actionfilm, sondern gleichzeitig die Geschichte von der Reise einer Frau, welche die Schönheit des Lebens entdeckt und die Möglichkeiten, die es einem bietet. Wo ist ihr Zuhause, Dr. Stone? Lake Zurich, Illinois. Gibt es da unten jemanden, der an sich denkt, wenn er nach oben schaut? Ich hatte eine Tochter. Ein kleines Mädchen mit braunen Haaren. Sagt ihr, dass ich nicht aufgebe? Ich besitze leider nicht das nötige Vokabular, um zu beschreiben, wie großartig, beängstigend und spannend dieser Film ist. Alfonso Cuarón gelingt mit Gravity ein Science-Fiction-Thriller der besonderen Art. Scheinbar mühelos vereint er das visuell atemberaubende Abenteuer mit einem intimen menschlichen Drama und vermittelt gleichzeitig dem Zuschauer das Gefühl, tatsächlich im Weltraum zu sein. Gravity ab 3. Oktober im Kino.